Das ist mein Aquarium. Mein Wels, meine CO2-Anlage, Thermometer, CO2-Dauertest, mein Black Mollys habe ich drei. Ah ne, zwei gelbe noch, das ist ein Pla aber das ist ein Platin. Die schwarzen sind Black Mollys. Ein Guppy sehe ich hier. Meine Guppy-Zebrafische. Hier sind meine kleinen Fische, Schnecken. Und das sind meine Pflanzen. Da oben sitzt eine Garnele von mir. Leider nur noch ein Neon, weil ich so einen Schnellstarter für die Pumpe reingetan habe, weil ich die Pumpe gewechselt habe und da waren alle Fische durch kaputt gegangen, alle Neons. Ich hatte 13 Stück an einem Tag, alle verloren außer ein, leider. Also tue ich nie wieder Schnellstarter rein. Das ist ein Schneckenhaus, aber das ist leer. Ja, das war's. Da oben ist der Einlass für das Aquariumwasser und jetzt kommt in ein paar Tagen von Dennerle noch ein LED-Licht, mache ich da rein mit Vorschaltgerät. Dann kann ich Nacht und Morgen einstellen. Für 180 Euro die Lampe und dann nochmal 100 Euro das Vorschaltgerät. Hier unten steht meine CO2-Anlage, da unten meine Katze. Da, ja, und ich mache alles mit Osmosewasser. Also nicht alles, immer 20 Liter.